Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zum Auftakt einer ganzen Serie von Videos, die ich in den nächsten Tagen, vielleicht etwa 2 Wochen produzieren und hochladen werde. Und zum Einstieg habe ich mir einen kleinen Zweikampf ausgesucht. Entschuldigt bitte. Und zwar zwei der meiner Meinung nach schönsten, elegantesten und tauglichsten Slipjoint-EDC-Optionen am Markt. Es gibt definitiv mehr als diese beiden, aber die stechen für mich heraus. Ich habe es ja oft genug erwähnt, dass das Viper Knives Hug Sascha Thiel Design dem Birdie entlehnt, was wiederum auf ein Jared Oeser Design zurückgeht, nämlich auf das Native Pattern. Für mich definitiv das Messer des Jahres 2021 war. Wir haben eine Gesamtlänge von knapp 18,5 cm. Wir haben diese traumhaft schöne Wharncliffe-Klinge mit der Swedge, dem kleinen Buckel oben noch drauf. Sehr passend gesetzter Nagelhau, Schleifkerbe, ausreichend lange Schneide. Ein fantastisches Handgefühl, auch für große Hände. Bei 18,5 cm Gesamtlänge ist hier mehr als genug Platz. Der Daumen findet automatisch wunderbar eine Position auf dem Klingenrücken. Die Verarbeitung ist ein absoluter Traum. Ihr seht, die Rückenfeder ist gerundet. Das Messer ist ein Halbintegral. Also Platinen und Bolster sind aus Titan gefräst, bilden eine Einheit. Und hier so ein bisschen domed dann hin zur Klingenachse. An dem Messer musste ich nichts einstellen, nichts nachstellen. Die Action ist ein absoluter Traum. Das Mikata fühlt sich wunderbar an, sieht toll aus. Man könnte darüber streiten, ob das Lanyard-Loch nötig gewesen wäre. Ich bräuchte es nicht an dieser Art Messer. Ich nutze das Messer tatsächlich ja, immer noch beinahe täglich und immer in der mitgelieferten Lederpouch. Das Ding verrichtet halt einen fantastischen Dienst, hat sich dem Messer toll angepasst und ja, das ist einfach ein unfassbar gelungener Wurf von Viper Knives in Zusammenarbeit mit dem Sascha Thiel. Großartiges Teil, aber zweieinhalb Jahre vorher gab es schon eins, das mich ähnlich begeistert hat und das war das Viper Knives Key. Ich habe jetzt, Claudia sei Dank, und darum liegt das Kärtchen vom Messerkonto noch hier, mit einer aktuellen Lieferung von Messern, die ich euch in den nächsten Tagen präsentieren kann, auch nochmal ein Viper Key in grünem Mikata zugeschickt bekommen, eben für diesen Vergleich und für ein weiteres Video, das ich geplant habe. Claudia, ganz, ganz lieben Dank an der Stelle. Das Key habt ihr bei mir gesehen. Ich habe es damals vorgestellt in Fluted Titanium, in Fluted Carbon Fiber und in einer Plain-Variante in schwarzem G10. Ich glaube, das waren die drei Varianten, die ich damals hier hatte. Und ich kann nur sagen, was ich damals auch gesagt habe, das Messer hat mich von der ersten Sekunde an total begeistert. Wir haben hier auch eine extrem schlanke Linie. Ihr seht, das Messer wirkt tatsächlich dadurch richtig, richtig groß. Ich werde jetzt das Hack nochmal schließen und direkt daneben legen. Wenn ich Hack sage, macht mein Kopf die ganze Zeit eine Assoziation zu Mettbrötchen. Geht euch das genauso? Natürlich ist es das Hack wie die Umarmung. Aber ja, ist halt so, ne? Also da seht ihr schon im geschlossenen Zustand nahezu identisch. Das ist natürlich jetzt, ich habe die Kamera heute ein ganz klein bisschen höher gesetzt und den Winkel etwas entschärft, eben für diese Vergleichsvideos, um da mal so ein ganz klein bisschen ja, Ordnung zu schaffen, was die Perspektive angeht. Ich würde behaupten, die sind quasi identisch, dennoch baut das Hack ein bisschen höher auf und ihr seht, die Klingenwurzel steht doch aus dem Heft heraus. Das ist eine Sache, die vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen sauer aufstoßen könnte. Für mich ist das überhaupt kein Problem, ob ich jetzt zurückgehe zu meinem allerersten Lajol. Die Messer haben alle
die hervorstehende Klingenwurzel im geschlossenen Zustand. Und das hat mich noch nie bei irgendeinem Messer auch nur die Bohne interessiert. Jetzt nochmal zurück zum kleinen Ledertäschle. Ne, immer die Klingenrückenseite hin zur Naht. Das Ding rein. Ihr seht schon, das hat sich dem Messer wunderbar angepasst. Hier oben schließt es sich fast wie eine Muschel um das Messer herum. Ja, da ist auch nichts, dass du mit der Klingenwurzel irgendwo in der Hosentasche hängen bleiben würdest. Das Messer sitzt vernünftig in dieser kleinen Pouch drin. Dementsprechend ja, drauf gepfiffen, ehrlich. Und im geöffneten Zustand, ich meine, das ergibt dann natürlich auch eine wunderbare Linie. Du hast hier hinten, beziehungsweise hier unten, keinen besonders hervorstehenden Fingerguard, der verhindern würde, dass dann im geschlossenen Zustand die Klingenwurzel übersteht. Du könntest diesen Teil einfach ein bisschen weiter hochziehen. Dann hättest du das vermieden. Ähnlich wurde das hier beim Viper Key gemacht. Aber wie gesagt, kein Punkt, der mich stört. Das Einzige tatsächlich, ich könnte auf das Lanyard-Loch verzichten. Jetzt schauen wir uns das Ganze beim Key mal an. Hier seht ihr schon, wir haben diesen angedeuteten Fingerguard. Hier haben wir dann einen ja, ziemlich starken Winkel von diesem Guard über die Klingenwurzel bzw. die Achsschraube. Da müssen wir einfach mal schauen, wie weit sind wir jetzt gleich mit dem Zeigefinger von der Schneide weg. Hier passiert das Ganze natürlich durch ein ausgeprägtes Ricasso und die Schleifkerbe. Ne? Wenn du ganz normal greifst, hast du hier auch einen bestimmten Abstand zur Schneide, aber du kannst bei dem Messer auch wunderbar noch weiter vorgreifen, gar kein Problem. Gucken wir, wie das Viper Key das macht. Und da hier wenig Klinge aus dem Heft heraussteht, bist du hier fast auf den Nagelhau angewiesen. Pinch geht in manchen Fällen, aber ich sag mal, wenn du jetzt besonders trockene Hände hast oder bei der Arbeit schwitzige Hände, dann wird das wohl kaum möglich sein. Dann bist du hier auf den Nagelhau angewiesen. Walk and Talk fast genauso perfekt wie beim Viper Hack. Beim Hack muss ich sagen, ist es noch ein Zehntel besser. Also das hier. Ja, das ist emotional gesehen fast eine 10 von 10 beim Öffnen und Schließen. Ja, sowohl was das Gefühl angeht, als auch was das Geräusch angeht. Jetzt gucken wir mal gerade, ob ich meinen Fokus mal wieder zum Arbeiten kriege. Na, kommt der jetzt auch nochmal hier oder habe ich den jetzt festgesetzt? Na egal, ich werde dann einfach manuell ein bisschen nachregeln. Also greifen wir hier rein. Sehen wir, wir haben einen Fingerguard für den Zeigefinger zumindest angedeutet und wir sind ähnlich weit von der Klinge bzw. vom Anfang der Schneide weg. Ist das ein Problem bei so einem Messer? Nein, du hast keine harten Aufgaben, die du erledigen müsstest. Du wirst mit diesem Messer im Wald nicht sitzen und ja, große Stücke von einem Hartholz abschnitzen. Das ist ein Alltagsmesser, damit machst du Pakete auf, damit machst du die Post auf, was auch immer. Food-Zubereitung, gerade das Viper Key mit der langen, schlanken Drop-Point-Klinge, ist prädestiniert für die Food-Zubereitung. Die Handlage, ja, ist ähnlich perfekt wie bei dem Viper Hack. Beim Hack mag ich, dass der Griff nach hinten ein ganz klein bisschen aufgeht. Das bedeutet im Endeffekt, du hast, das habe ich mehrfach erwähnt, hinten, wo der kleine Finger sitzt, wo du vielleicht nicht so schön eng greifen kannst, wo einfach ein bisschen mehr Platz ist zwischen Finger und dem Handballen hinten. Das macht Strider ja perfekt, ich erwähne das immer wieder. Hast du einfach ein ganz klein bisschen mehr Material zum Greifen. Das heißt, auch hier würde der Punkt an das Viper Hack gehen. Beim Handgefühl ist es einfach meiner Meinung nach nicht zu schlagen. Ich sage es immer wieder, das nahezu perfekte EDC. Aber auch das Key bekommt von mir 9 von 10 möglichen Punkten, was die Handlage angeht. Gleiche Größe, 18,5 cm, wahrlich kein großes Taschenmesser. Dennoch, ja, absolut großartig, selbst für große Hände. Bei der effektiven Schneide ist es so, dass das Viper Key tatsächlich ein bisschen mehr aufzufahren hat, ein bisschen mehr bietet. Hier könnt ihr sehen, vorne sind es, ja, lass es 5, vielleicht 6 mm sein, tatsächlich mehr effektive Schneide. Wenn ich die Messer jetzt mal Poppes an Poppes setze, könnt ihr sehen, da bin ich ein bisschen verrutscht, entschuldigt, dass die Gesamtlänge der beiden Messer quasi identisch ist. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch interessant wäre, wie groß ist der Gewichtsunterschied? Jetzt muss man natürlich sagen, das Viper Hack hat die semi-integrale Bauweise mit den Titanbolstern, die natürlich ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage bringen werden. Ach, beim Key noch vergessen. Ja, natürlich,
Rückenfeder, nicht einfach in Edelstahl ausgeführt, sondern tatsächlich mit dieser Federguilloche, mit diesem Filework hinten drin, traumhaft schön, einfach wunderbar. Kleines, nicht sehr aggressives, aber sehr effektives Jimping. Auch das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, und das Micarta ist einfach traumhaft schön. Das wollte ich noch erwähnt haben. Gewicht. Es gibt das Key natürlich auch in der Micarta-Version mit Titan-Bolster. Die wären sich dann noch deutlich ähnlicher, als sie es ja quasi in ihrer Art, in ihrem Wesen eh schon sind. Jetzt ist die Frage, wie groß wird der Gewichtsunterschied jetzt aktuell bei den Modellen sein? Wie gesagt, größentechnisch sind sie nahezu identisch. Klingenlänge ebenso. Schneide, leichter Vorteil für das Viper Key. Das kommt in dem Fall mit 73 Gramm daher. Bei einem Zehntel werde ich jetzt einfach mal abrunden. Meine Waage wird eh nicht die genaueste sein, aber für einen Anhaltspunkt reicht das schon. Und die Bolstered-Version mit Backen sind wir bei 79,5. Also das passt 79,5 zu 73. Wir haben 6 Gramm Unterschied, 6,5 Gramm Unterschied. Ich glaube, dass das für niemanden im Alltag einen wirklichen Unterschied machen würde, ob da jetzt 6 Gramm mehr oder weniger in der Hosentasche sind. Dementsprechend, hier kommt es ganz allein auf euren persönlichen Geschmack an. Nehmt ihr das Viper Key im Jesper Voxnest Design oder nehmt ihr das Viper Hack im Sascha Thiel Schrägstrich Jared Oeser Design? Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, stellt sich die Frage nicht. Ich würde sie am liebsten abwechselnd in die Tasche stecken. Vielleicht dazu noch dann an jedem dritten Tag dann das Giant Mouse Ace Farley. Bisschen kleiner als die anderen beiden, aber nichtsdestoweniger ein fantastisches Slip-Joint, ebenfalls in grünem Micarta. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute ging es um den Vergleich zwischen diesen beiden absoluten Traum-EDC-Kandidaten. Viper Key und Viper Hag. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr eher Team Thiel oder eher Team Voxnest seid. Mein Herz gehört definitiv dem Viper Hag, obwohl ich tatsächlich sagen würde, die Droppoint-Klinge ebenso wie die Clippoint-Klinge liegen bei mir emotional immer leicht vor den anderen Klingenformen. Aber dieses Taschenmesser hat einfach in allen Belangen und in mittlerweile, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt? 10 Monate ungefähr des Testens so vollends überzeugt bei wirklich allem, was ich damit gemacht habe, dass ich einfach sagen kann, im Preisbereich um, ich sag mal, 150, 170 Euro, je nachdem, welche Ausführung ihr wählt, seid ihr, ich sag einfach mal, zwischen 145 und 200 Euro irgendwo in dem Bereich, je nach Version, ob ein Bolster, zwei Bolster etc. pp., welches Griffmaterial, ihr wisst Bescheid. In der 150 bis 200 Euro Kategorie werdet ihr vermutlich nichts Besseres finden. M390 war der Klingenstahl, das habe ich jetzt nicht nochmal zusätzlich erwähnt vorher. Ich dachte, das ist mittlerweile auch bekannt. Wunderbar scharf nach wie vor. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video auch gezeigt. Da hatte das Ace Farley durch die Benutzung schon ein ganz klein bisschen von der ursprünglichen Schärfe verloren. Ich habe es dann 10, 12 Mal einfach über den Lederriemen gezogen und es ging danach schon wieder deutlich, deutlich besser durch feines Papier. Das ist natürlich eine Schärfe, die für die meisten Menschen im Alltag überhaupt nicht notwendig ist, aber gerade wenn wir da sitzen, wir wollen es natürlich ein bisschen auf die Spitze treiben, wir wollen gucken, was noch drin ist, was noch rauszuholen ist. Ich bin niemand, der in Anführungszeichen Haare spalten muss mit den Taschenmessern. Das überlasse ich den Schleifprofis, da gehöre ich definitiv nicht dazu. Für mich ist es halt unheimlich befriedigend, wenn ich weiß, das Taschenmesser, das ich mir morgens einstecke, das schneidet das Papier widerstandslos und ohne Fransen. Dann weiß ich, egal was am Tag für eine Schneidaufgabe anfallen wird, ich werde bestens gewappnet sein. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal bitte euren Favoriten in die Kommentare. Ist es das Key Jesper Voxnest oder ist es das Haag Sascha Thiel Design? Würde mich wirklich mal interessieren. Für mich ist es ein minimaler, wirklich minimaler Vorsprung von wenigen Zehnteln, den das Viper Haag vor dem Viper Key hat. Aber ganz ehrlich, ich liebe sie beide.
In diesem Sinne, Claudia, dir nochmal ganz, ganz lieben Dank. Euch allen einen wunderbaren Tag, wunderbaren Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.